Hey Leute, heute wollte ich mal ein kleines Fazit ziehen nach insgesamt 3 Monaten auf diesem Kanal. Dabei wollte ich mich natürlich zum einen bei euch bedanken, ich werde aber auch auf Fehler eingehen und euch dadurch noch ein paar Tipps für euren Kanal geben, also es lohnt sich auf jeden Fall, das Video anzuschauen. Hey, ich bin Voa und solltest du als neuer Zuschauer tatsächlich zuerst dieses Video hier schauen, dann lass auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, denn auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube. Dieses Video hier wird allerdings etwas chilliger. Ich rede einfach ein bisschen vor mir her und im Hintergrund blende ich euch so ein paar Bilder ein. Also lehnt euch zurück und genießt. Ja, also genau genommen am 15.02. wurde mein Kanal genau 3 Monate alt. Ich nehme das Video jetzt schon ein paar Tage früher auf, aber auf 1 bis 2 Tage kommt es ja auch nicht an. Als ich am 15.11. damals gestartet hatte, habe ich echt nicht erwartet, dass es so gut laufen wird. Ich meine, wir sind jetzt schon bei über 400 Abonnenten. Alle Videos kriegen Klicks im dreistelligen Bereich, eins hat sogar schon über 1000 Aufrufe und mit über 130 Likes und weit über 300 Kommentaren. Ich bin einfach mega stolz darauf und freue mich über jeden, dem ich mit meinem Content helfen kann. Letztendlich ist es ja mein Ziel, ich möchte so vielen Leuten wie möglich einfach weiterhelfen. Ich möchte so vielen Leuten wie es geht einen erfolgreichen Weg auf YouTube ermöglichen. Daher würde ich mich natürlich auch nochmal freuen, wenn ihr mich vielleicht an eure Freunde empfiehlt oder an eure Zuschauer oder generell einfach meine Videos teilt. Natürlich will ich euch dafür auch etwas zurückgeben und ich arbeite gerade an ja eigentlich schon 2 interessanten Ideen und ich denke, dass ihr davon auf jeden Fall auch profitieren könnt. Also ich will euch da definitiv auch etwas zurückgeben für eure Unterstützung. Jedoch will ich euch in diesem Video ja auch ein bisschen Content geben und mich nicht einfach nur bedanken. Und daher wollte ich jetzt einfach ein bisschen über meine Erfahrungen sprechen, was ich so gemacht habe in den ersten paar Wochen. Ich will auch allgemein ein Video dazu machen, demnächst ein wirklich großes Video, wie man die ersten 100 Abonnenten gewinnen kann. Was mir aber aufgefallen ist, was ich euch heute auf jeden Fall auch direkt mitgeben will, ist, dass die ersten Wochen, da muss man sich einfach durchschlagen. Ich meine, meine ersten Videos, die ich gemacht habe, die bekommen heute immer noch regelmäßig Aufrufe und vor allem auch viele positive Kommentare. Und wenn ich meine Statistiken gucke, abonnieren mich regelmäßig Leute für meine ersten Videos. Und die ersten Tage, obwohl die Videos damals ja auch schon da waren, gab es trotzdem keine Abonnenten dafür. Das dauert einfach immer ein bisschen. Wie gesagt, es hängt damit zusammen, dass man auf YouTube generell erstmal ein paar Videos braucht, ne? Kaum jemand abonniert euch für ein einzig gutes Video, meistens schon die Leute mehrere. Und deswegen dauert es ein bisschen, bis ihr ein bisschen Fülle, ein bisschen wirklich Qualität auf eurem Kanal habt. Und ich gebe einfach den Tipp, die ersten 4 Wochen einfach durchziehen. Egal wie schlecht es läuft, zieht einfach durch. Das ist mein Tipp, den ich euch heute auf jeden Fall direkt mitgeben will. Was ich bei mir persönlich auch falsch gemacht habe, ist außerdem das Profilbild. Darauf haben mich ein paar Leute aufmerksam gemacht. Das Design an sich ist zwar gar nicht schlecht und zu Designs an sich will ich auch noch ein Video machen. Aber in dieser kleinen Ansicht, zum Beispiel bei Kommentaren, lässt sich das Tutorials in meinem Namen gar nicht lesen. Und daher will ich das jetzt bald ändern. Auch überarbeiten will ich meine Kanalbeschreibung. Die ist zwar sehr informativ, aber doch etwas zu lang. An der Stelle möchte ich mich auch mal bei allen bedanken, die mir unaufgefordert Feedback dazu gegeben haben, weil ich war echt hin und her gerissen, ob ich es ändern soll oder nicht und mir haben die Kommentare wirklich weitergeholfen. Eine letzte Änderung, die ich am Kanal vornehmen will, ist die Anzahl der Uploads. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer 2-mal die Woche hochgeladen. Daran will ich aber ein bisschen was verändern, weil ich habe an sich genug Zeit, um 2 Videos immer zu produzieren. Allerdings habe ich ein paar wirklich große Projekte geplant, Videos, die wirklich weit über 10 Minuten gehen werden. Und da schaffe ich es einfach nicht, noch ein zweites wirklich gutes Video zu machen. Ich sage euch ja immer Qualität vor Quantität und daran muss ich mich natürlich auch selbst halten. Daher will ich meine Anzahl an Videos so ein bisschen runterschrauben. Ich will sagen, 1 Video die Woche safe. Und 2, wenn sie es anbietet. Also wie gesagt, ich werde jetzt nicht nur noch 1 Video die Woche hochladen. Aber wenn ich etwas Großes umsetzen will, dann will ich mir die ganze Woche dafür nehmen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ab und zu mal nur 1 Video die Woche kommt. Als Upload-Zeit will ich dafür den Samstag um 12 Uhr weiterhin nehmen. Die zweiten Videos, wenn dann ein zweites Video kommt, kommen Mittwoch um 16 Uhr. Eine Serie, die in Zukunft nicht mehr so häufig kommen wird, ist übrigens auch das YouTube unter 2 Minuten. Da habe ich meiner Meinung nach jetzt so, ja bestimmt schon 80% an Sachen erklärt, die man erklären kann. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare und dann gehe ich darauf ein und mache vielleicht auch ein kleines weiteres Video dazu. Aber an sich werde ich mich darauf fokussieren, wirklich qualitativ hochwertige Videos zu machen und dafür lieber 1 Video weniger die Woche zu bringen. Außerdem kommt nächste Woche eine kleine Ausnahme und zwar, das nächste Video, was kommen wird, ist eine Kooperation und das ist ein richtig spannendes Thema. Damit die Kooperation noch besser funktioniert, haben wir uns darauf geeinigt, das Video am Dienstag hochzuladen. Deswegen gibt es diese Woche ausnahmsweise mal am Dienstagnachmittag ein neues Video.
Außerdem wollte ich noch den Medi grüßen, der hat in einem Kommentar darum gebeten. Freut mich auf jeden Fall, dass du Zuschauer bist und ja, Grüße gehen raus. So, jetzt bin ich auch mit dem Video fertig. Ich hoffe, es geht weiterhin so gut weiter. Ich habe echt einige coole Projekte geplant und da könnt ihr echt gespannt sein. Ich würde mich jetzt natürlich noch sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr neu seid, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Video und ciao.